Dann wollen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Da ist eine Bombe. Da ist eine Fackel, die nicht brennt. Die kann bestimmt irgendwie anzünden, wenn mich nicht täusche. Und da ist ein Ich kann dich wegsprengen Ding. So, markieren, markieren, markieren. Jawohl, ja. Die Fackel machen wir auch an, wenn wir es können. So. Bomber. Bomber. Sieh. Okay, dann schauen wir mal, ob das da reicht. Nämlich da müssen wir irgendwie rüberkommen. Und ich denke mal, wir müssen noch was hochziehen. Aus der Lava wieder. Oh, das ist so ein boomerartiges Viech. Shuriken. Also, jetzt habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man den nicht mit einem Wurfstern aufhält. Dann kommt er so mit seiner Kotze und rotzt einen voll. Es kommt aber keine Zombie-Horde auf einen zugelaufen. So, während er abgelenkt ist und mit meinem wunderbaren Stern spielt, können wir hier dieses kleine Skelett wegmachen. Dich auch. So. Wo bist du? Da. Kann man den launchen? Nee, zu groß und hässlich. Oh, weg, weg, weg. Ja, schon vergiftet. Egal. Oh, der hält so viel aus. Wie viel hält denn noch? Ja, das war so. Oh mein Gott, der will platzen. Da will ich nur weggehen. Hä? Okay. Ist der letzte nicht explodiert oder so? Na, egal. Was gibt's jetzt hier? Da gibt's auf jeden Fall mal Seelen. Da geht's einen kleinen Weg hoch. Ne, da geht's doch nicht hoch, das ist nur Deko. Ah, okay, wir können darüber springen. Also, ich denke mal, irgendwann kommt hier noch diese Dinger zum Einsatz, diese Ketten da. Weil, oh mein Gott, ich dachte, es kommt auch irgendwann. Aber in dem Fall, wo wir zurückgehen. Und hopp. Bitte spring jetzt nicht von der Wand. Springe da, genau das eben nicht. Kann man nicht irgendwie um die Ecke laufen? Ich meine, da ist ja was an der Ecke dran, aber ich bin drauf zugegangen und es ist nichts passiert. Ab jetzt tut er es. Naja, egal. Zum Glück kostet es mir nicht ganz viel Leben, wenn ich da kamikaze-mäßig reinspringe. Ah, so jetzt. Wir brauchen nämlich die Brücke auch, weil wir sehen hier wunderbarste Fackeln. Die müssen wir aber vermutlich anmachen. Na, wie weit können wir das treiben? Bis da hinten? Jawohl. Dann lass ich mal meinen Morgenstern machen, während ich hier das Bömmchen hole. Wow. Das war echt ganz gut. Der macht echt alles alleine, der Bumerang. Und zack. Bald müssten wir eigentlich so den Verbindungsraum haben zu dem einen Raum, den ich mal entdeckt habe, als ich noch oben war. Ah, das ist jetzt diese Kreuzung, wo da eine Pfosten aus dem Boden kam und dann bis einen zweiten Hebel bekommen. Gut. Den nehmen wir. Oh, und Viecher. Gut gemacht, Säge. Mach das da hinten. Warum nicht? Oh, kurz weg. Während der da hinten mal abgelenkt ist. Oh, ist ein Weg. Ich vergesse, wie die Combo geht. Zack. Ah, genau, so war das. Oh mein Gott. Nicht mit mir. Weg da, weg da, weg da. Ich bin gerade eben geschwebt. Ich weiß nur nicht wie. Vermutlich ein Bug. Naja, wurscht. Solange es keine Gamebreaker sind, wie in gewissen anderen Spielen, die ich gerade spiele, meh. Ui, platzte diesmal oder löst sich einfach nur wieder auf? Löst sich auf, na gut. So, ich meine, wir müssen nur den Aufzug hochnehmen und dann sind wir im Grunde schon in dem einen Raum. Aber ich kann mich auch täuschen. Kurzzeitgedächtnis und so. So, diesmal ist sogar ein Aufzug. Hey, wir bekommen Gesellschaft, werden wir hochfahren. Auch nicht schlecht, haben wir was zu tun. Oh, ich habe gar keinen Mana für den Move. Das war natürlich jetzt blöd. Warum blocken die auf einmal so viel? Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Wie die Sense halt den kompletten Aufzug halt abdeckt von ihrem Move. Voller Bitch-Move.
kein Dämmer. Und weg. Noch einer, noch einer. Jawohl. Okay, aber leider kein einziger grüner Seelenhaufen dabei, sondern nur gelbe und blaue. Jetzt habe ich auch wieder den ersten Zornbalken voll. Da war mal was Grünes drin. Und da geht's, soweit ich weiß, wieder zur Kreuzung zurück. Jawohl. Und der zweite Hebel kann gedrückt werden. Hebel raus. Alle happy. So. Okay, wenn uns das schon so einladend hier zeigt, wo wir hin sollen, dann werden wir doch das Ganze mal wahrhaben. Ich höre es squeaken irgendwo um mich rum. Oh, hinter mir sind wahrscheinlich Fledermäuse, aber erstmal auf sicherem Boden, wo ich auch wegdashen kann. Oh, ich habe mich schon getroffen dann. Und ich wäre fast mit meinem Dash runtergefallen, also daher war es natürlich eine super Idee. Moment mal, jetzt muss ich gerade gucken. Das hier ist, glaube ich, der wahnsinnige Verbindungsweg, den ich gemeint habe, oder? Was bist du? Du bist auf jeden Fall irgendwas, da ist ein Schwert. Das ist schon mal eine feine Sache. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal kurz. Oh, Kacke! Bruder, das ist aber hartes hier. Okay, das lässt ihn ziemlich kalt. Der Typ, der aussieht wie auch. Der sieht jetzt aus wie ein LOL-Held, also. Mit Zündermeer auf Crack. Oh je. Aber es hält ihn auch. Also, es hält ihn unten zumindest. Hey, ich habe ihn in den Händen weggeschlagen. Nee, es war ein Schulterpanzer. Also gut, dezimieren wir Schritt für Schritt seine Rüstung. Bin ich dem Angriff entgangen, indem ich einfach mal B gedrückt habe. Dreist, wie ich bin. Hey, hey, er wird immer weniger. Das ist ganz gut für mich. Ich glaube, es haben wir ihn bald. Ah, zu spät rausgedasht. Ah, mittlerweile kann ich ihn ja ganz gut beschäftigen. Ich wollte eigentlich da raus. Naja. Aha, und weg, 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 weg. Ohne Arme kämpft sich schlecht, nur ohne Körper noch weniger. Okay, cool. Grün. Grün. Und dann noch Gelb, wenn wir dabei sind. Ach komm. Komisch. Ah, das ist wenn ich die Kreuzklinge in der Luft charge, dann macht diesen Gleitmove. Ich drücke immer den falschen Knopf, wenn ich ausweichen will. Jetzt habe ich meinen richtigen gedrückt, aber das bringt mir nichts. Boah, wie ich schon wieder komplett den Damage habe. Ohne dass ich irgendwie jetzt hier gegen was Großes kämpfe. Ich habe das Viech schon mehrmals jetzt ohne Schaden gekämpft bekommen und auf einmal frikassiert es mich hier. Wenn ich gerade eben dieses Riesenteil besiegt habe, vor allem. Nee. Ah, geh weg. Hässliches Ding. So, was ist das Schwert, das wir brauchen? Oh, hi Jungs. Oh, Kacke. Ich glaube, da sterbe ich jetzt gleich. Du bist schwach. Ja, bin ich gerade wirklich. Vor allem echt nicht, auf was ich mich da am besten fokussieren soll. Ah, naja. Da habe ich, glaube ich, ein paar Mal gestorben, auch beim ersten Playthrough, weil ich zu unüberlegt war. Ja, am letzten Streckenpunkt neu starten ist eine gute Sache, weil da kann ich auch hier mal einen Cut machen. So, hier ist ein Streckenpunkt. Dann speichere ich hier doch mal. So. Daten. Speichern. Da. Alles so gut. Mit diesen Bildern dann bis zum nächsten Mal und bye bye.